was sich wie ein Krachen, Klirren von Glas und Rumpeln anhört oder vielleicht an das Brechen von Holzbalken erinnert, das sind Unregelmäßigkeiten im Plasmaschild der Erde. Übrigens, jeder Planet unseres Sonnensystems erzeugt eine in ganz spezielle Geräuschkulisse mit einem eigenen Klang. Mal erinnert das ein wenig an Wind in der Wüste, mal an Rauschen und manchmal sogar an einen Röhrengong. Diese erstaunlichen Erkenntnisse sind übrigens nicht neu. Sie wurden erstmals schon im Jahr 2004 durch den US-Wissenschaftler Alexi Leimann von der Universität of Iowa beschrieben. Für eine Studie in der Zeitschrift Geophysical Research Letter hatte er die Empfänge von Daten, die die Raumsonde Cassini mit ihrem Plasmaröhren Messgerät aufgezeichnet hatte, in Audiodateien umgewandelt. Mit Hilfe des Instruments war zudem schon die Vertonung des Sonnenwinds gelungen. Und das wollen wir uns nun mal näher zu Gemüte führen. Nun haben wir erstmals die Möglichkeit, die Sonne nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Und sie klingt so.